Und damit willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, im letzten Part wollten wir uns eigentlich mit Mitch Connor treffen, das war allerdings eine Falle und der Ninja City Service hat sich mit uns angelegt. Und die jagen uns jetzt übrigens auch. Aber hey, wir sind gut, wir kriegen das hin. Okay, erstmal mit Kite hier das Windrad, damit wir in die Kiste oben kommen. Die hätte ich nämlich gerne. Komm her, my boy, Kite, my boy. Startbereit! Ja. Das ist ziemlich cool. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, gib mir. Oh, eine Kaffee und eine Hippie-Brille. Oder Hipster-Brille, keine Ahnung, konnte ich nicht richtig lesen. Hey, das ist widerlich. Ja, sorry, Kite. Hab mich vertippt. Dann mal los. Ha! Oh, solch Anmut und Alter, Charlie. Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria. Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin. Der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Ich glaube, ich habe ein paar Drogenfläschchen, Alter. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Oh Gott, ich bin jetzt ein Dealer. Ja, aber ich habe mich schon gefragt, wenn das kommt, weil daran erinnere ich mich noch. Das war eigentlich ganz cool. Gerald auf Drogen. Ich will noch ein Selfie. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Ja, Mann. Warte, ich will ihn angucken. Nein. Was passiert hier? Andere Richtung. Mach. Guck Gerald an, Junge. Wir sehen uns im Internet. Ah, fuck it. Ja. Wer erinnert sich noch an die Folge mit der Katzenpisse? Ist geknüpft. Oh, sorry, schon wieder falsche. Ja, das ist mein Dad. Naja, besser als Randy. Wow, wow. Gut. Danke, Kyle. Hau rein, Alter. Gut, da hinten ist Dreck. Können wir da irgendwie hin? Warte. Nö. Gut, ich würde sagen, da auf der Karte gerade, da unten was golden leuchtet, würde ich da mal hingehen, denn wir haben, glaube ich, 20 Aoes. Und die bringen wir da mal zu dem Sammler. AKA, der Vater des einen minderjährigen Jungen. Hey, oh. Zeig mal, was du drauf hast. Ich habe den Missionsort auf der Karte markiert. Die anderen Pöderpals warten dort auf dich. Jupp. Dr. Professor Timmy. War Dr. Professor Timmy oder nur Professor oder Dr. Timmy? Egal. Werden wir noch herausfinden. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu den Yaois, weil ich frage mich, was wir dafür kriegen und dann gehen wir zu Tupper die Tupperdose. My boy. Und zu Mysterion aka Kennedy Kenny. My boy. Und Wondertweak. Der Ex-Feste meines Zweitbesten. Auch, my boy. Natürlich. Und wer war da noch im Team? Toolshed. My boy. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Ja, dauert noch ein bisschen. Wir haben Juli zum Aufnahmezeitpunkt. Ja. Wenn der Part online ist, kann sein, dass schon August ist. Bin ich mir gerade nicht sicher, denn ich bin. Ich liebe das Spiel ja, das ist ja. Ich find's ja super. Es schaut nur leider keiner, also bin ich auch fett am Vorproduzieren und ich würde sagen, Alter, das ist jetzt eigentlich gerade unser Moment. Mal gucken, was da in der Garage drin ist. So, komm her. Stanley! Bullshit, hab was du brauchst! Steck's rein! Bam! Ja! Auf jeden. Hau rein, Alter. Tüdelü. Gut, gehen wir rein. Okay. Gut, da ist Geld drin und da oben ist auch. Ist das ein Yaoi?
Okay, wir haben jetzt alles hier. Ich würde sagen, gehen wir mal zu dem Sammler. Her, ihr Scheißmiezen. Wo seid ihr? Alter, ja, ihr genau, seid mittlerweile unter meinem Niveau. Zu euren Mamis. Ich geh gleich zu deiner Mutter, Junge, und dann nennst du mich Stiefvater. Crack tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweak sich bald wieder. Alter, wieso kann ich diese Mission mit Craig eigentlich nicht triggern? Ich hätte die schon gern gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Schule. Und nehmen da... Ich wollte gerade den Timmer Express nehmen, aber das ist ja der Jimmy Express diesmal. Weil Timmer ja jetzt studiert hat und jetzt so gut ist, die Leute zu transportieren durch die Stadt, ne? Der ist jetzt gebildet, der Junge. Ja. Ladezeiten. Ich habe immer das Bedürfnis, meine Mail zu checken in der Zwischenzeit. Oh, ein Ninja. Tja, an dem laufen wir gekonnt vorbei. Ne, wisst ihr was? Wir laufen einfach dahin jetzt. Okay. Ja. Ich habe gerade tatsächlich nach meinem Handy gegriffen, um meine Mails zu lesen. Auf meinem Handy kriege ich ja nicht keine Mails, außer, ey, bei Steam ist das ein das Spiel, was du auf deiner Liste hast im Angebot. Kauf es dir. Oder, ey, Moviepilot, Neuigkeiten zu Schauspieler XY. Höchstwahrscheinlich Robert De Niro. Ach ja. Ich weiß noch immer noch nicht, wie ich an den Truck da rankomme. Ist auch egal. Gut, dann kümmern wir uns mal um, was weiß ich. Ich erinnere mich auch noch an so eine gewisse Mission. Ich frage mich nur, wann die kommt. Ich kann euch den Ort hier mal zeigen auf der Karte. Wenn der überhaupt auf der Karte ist. Warum muss das Spiel nicht ständig laden? Alter, haben wir 1999 oder was? Und das ist PS1 und die Memory-Karte ist überfordert oder was? Seht ihr da ganz oben links? Außerhalb der Stadt. Ja, da ist eine Mission. Später. Ja. Mein Lieblingsclub. Wollen wir zusammen nach dem Racheüben Flauschstiefel shoppen gehen? Pisst euch. Jetzt hast du Angst vor uns? Nö, ich habe nur Besseres zu tun und ihr seid unter meinem Niveau. Ihr Dürnen. Gehen wir weiter. Und schon wieder Ladezeiten. Ja. Oh Gott, Moskito. Schnell weiter, bevor er mich in seine Scheiße reinzieht. Die Pissenelke. Diese Superpenner legen sich mit den falschen Raisins Girls an. Wie gesagt, unter meinem Niveau. Vielleicht nächstes Mal. Na, bestimmt. Okay, weiter. Warte, gehen wir also quasi eigentlich nur zu Tokens Nachbarn gerade? Wow. Cool, was haben die gemacht? Die Hecke nicht akkurat geschnibbelt? Ne, warte, wir sind noch nicht mal auf der Baustelle. Okay. Wahrscheinlich wirklich nur seine Nachbarn. Die haben die Hecke falsch geschnibbelt, jetzt müssen wir sie verprügeln. Ganz normal. Oh, Seniorenheim. Ah, stimmt, die Freedom Pals, die machen ja Sachen für die Allgemeinheit. Stimmt. Hör mal, das ist eine sehr wichtige Mission. Bist du bereit dafür? Ja. Hey, wird's weit! Los geht's, Freedom Pals! Oh yeah. Wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier! Oh toll! Alle mal herhören! Hier sind ein paar Kinder, um uns ein Ständchen zu bringen. Was? Ich fliege dann auf der Triangel, die Triangel macht. Und wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach. Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß. Ihr seid scheiße. Tut es leid, das Kind da ist neu. Ich spiele gern auf der Triangel, die Triangel macht. Buh. Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das.
wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut. Das macht mir Spaß. Runter von der Bühne! Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das... Talent nenne ich das. Mein Handy klingelt gerade und da ist eine unbekannte Nummer aus Hamburg dran. Da gehe ich nicht dran. Wir hören erstmal die Mandoline zu Ende. Ja, schöne Musik. Ich spiel gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Oh, jetzt muss ich halten. Wenn ich einmal traurig bin, dann mach das einfach. Das macht mir Mut. Lustig. Das macht mir Spaß. Moment! Dieses Kind da ist der furzende Selbstjustizler aus den Nachrichten! Hä? Das ist das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Selbstjustizler will unser Paracetamol! Was? Hä? Das habe ich nicht gesagt, aber wenn ihr mir was anbietet, also... Ich und Butters wäre nicht abgeneigt. Und ich werde nachher, glaube ich, mal bei der Nummer aus Hamburg zurückrufen. Die rufen mich seit Wochen ständig an. Mal schauen, wer das ist. Gut. So viele angepisste alte Leute! Oh Mann, wir müssen zum Ausgang, Freedom Pearls! Okay, da kommen wir hin. Ich bin wieder da, wieder! Oh nö! Oh Scheiße, was macht ihr denn jetzt? Gute Nachricht, ich habe einen Schild! Okay, ciao! Okay, man sieht sich! Ja, man sieht sich. Hoffentlich später. Kümmern wir uns ums Wetter. Okay, herein, Wonder Tree. Ich hab Maulsperre. Schön für dich, Großmutter. Nee, das sehen wir uns auch, würde ich sagen. Gut. Haben wir die mal weg, die alte Schachtel in ihrem Rollstuhl. Noch einer erledigt! Bam. Omer Kunigunde ist besiegt, aber da kommt Opa Heinz Hermann! Widerlich. Alter, heul mal nicht, du bist in Tupper eingepackt. Butters kriegt die volle Ladung. Hey! Ihr seid verloren! Hau auf, Butters! Ich werde einen wütenden Leserbrief wegen euch an die Zeitung schicken. Macht es. Aber wen auch, dass du auf die Kinder geschissen hast. Nee, ich würde ihn, glaube ich, einfach mal hier lassen. Ich habe mit Wunderarsch andere Pläne. Akzeptiere seine Homosexualität, alte Schachtel. Wir haben das 21. Jahrhundert. Wir sind tolerant. Ich bin dran. Ich bin dran. Schockierend, was? Scheiße, zu früh. Egal. Mir ging's auch schon besser. Na, glaube ich dir. Gut. Es ist nicht sehr nett, Oma zu hauen, Pauli. Hä? Wer? Ich geht. War das fest genug, um dir Anstand einzubläuen? Oh nö! Butters! Oh, die
Kinder heutzutage sind so nutzlos. Wie kann man nur so faul auf dem Boden herumliegen? Tauschen wir! Okay, das hat's jetzt gebracht. Ich hab gesagt, akzeptiere seine Homosexualität. Ich war früher mal Nonne, ihr Wichser. Ach, das erklärt einiges. Oh Mann, bin ich dran? Okay, Tree. Töte die alte Schachtel. Ich sage schon seit Jahren, dass elektrisches Licht überbewertet ist. Typisch, Rentner wollen den Fortschritt nicht einsehen. So, ich würde mal sagen, rauf der. Oh, wehe, du ruinierst meine Bingo-Hand. Dann leg dich nicht mit mir an. Da kommen noch mehr. Oh, fuck. Scheiße. Die formieren sich. Alter, die sieht aus wie Michael Jackson in Thriller. Ne, ich würde mal sagen, Tupperdose belebt mal den armen kleinen Butters wieder, weil den brauchen wir noch, weil er ist mal Boy, mal BFF. Mein Geschäftspartner, wenn wir irgendwann Paracetamol professionell klauen sollten. Ja. Oh fuck, mehr von denen. Die züngeln uns ein! Ah, da kommt noch mehr von ihm! Ja. Ja. Wir platzieren Butters mal hier und er heilt sich erstmal. Das hat er sich verdient. Das hat er sich verdient. Schmatz rein, Butters, Alter. Oh wow, das war nötig. Lecker. Schön. Akzeptiere seine Sexualität, alte Schachtel. Oh Gott, die formieren sich. Oh fuck. Verfickter Ficky Fick Fick. Was habt ihr davon, wenn ihr euch mit der Shady Acres Bande anlegt? Diese drogensüchtigen alten Schachteln. Oh Gott. Die sind hardcore drauf, Alter. Oh nö. Super Mac Upgrade bereit. Okay, wieder Belebungsaktion. Die zweite. Willkommen zurück. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich fress dann auch mal was rein, du. Müssen eigentlich alle entkommen oder reicht es, wenn einer rausgeht? Das wäre jetzt die Frage. Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Ich würde sagen, Butters setzt mal seinen Hammer des Chaos ein. Weil dann hat er auf jeden Fall schon mal freien Weg, du. Ich brauche meine Tabletten. Tja, verreck halt. Oh nö, ich glaube, ich habe Butters sehr schlecht positioniert gerade. Und die nächste. Da kommen noch mehr. Oh, wir blocken nur. Alles klar. Gott sei Dank. Gut. Nicht Butters. Der Junge war doch so jung und unschuldig. Und jetzt macht er das. Der verreckt halt. Und der ist auch noch ein Rassist. Alter, sie unterstützt auch noch seinen Rassismus. Ich glaube, wir opfern die beiden mal. Oh, Butters und ich werden rauskommen. Tja, da müssen wir Craig wohl helfen, jemand Neues zu finden. Aber das passt schon. Ja, frieren wir den mal ein. Der kann uns da nichts tun. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Ja, Butters. Gleich herrscht Chaos. So, da noch raufkommen. Du
Oh nö, der ist gleich wieder tot. Der passiert. Nicht Butters! Ich schütze dich mal, Boy. Oh Gott. Fehler. Oh ja, Seniorenpower. Er ist tot. Okay. Ich fress das mal, ich bin in Sicherheit. Alles gut. Komm, Butters, fliehen wir und die anderen auch. Alter Token macht den Moonwalk. Meine Güte, können die Alten reinhauen. Siegel der Freiheit. Wart. Ja. Doc, hier Mysterion. Mission trotz Problemen erfolgreich. Gute Arbeit, Leute. Ich gratuliere dir. Du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals. Begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier. Die Polizei kassiert Schmiergeld von South Parks neuem Unterweltkönig. Das stimmt. Auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden, was hier gespielt wird. Willkommen im Team. Bis heute Nacht. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. Nö. Okay, Cartman wird's wahrscheinlich hören, aber ey, passt schon. Ist das ein okay, Wunder? Stopp. Okay. Nö, ich geh mal hier lang. Nee, ich warte jetzt eigentlich noch, weil ich erwarte, dass Cartman sich jetzt gleich meldet so: Ey, Wundersch, ich bin's, Cartman, ich bin ein fetter Bastard. Ich bin es, Professor Chaos. Ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migrantenlakaien. Naja, und irgendwie kann ich die nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank? Wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende. Alles klar, jetzt wissen wir auch schon, was wir im nächsten Part machen. Also, bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao.